Okay, da bleiben wir dabei. So, let's go. Ah ja, ich muss auf bereit drücken. Jupp. Bereit. Bist du bereit? Bist du in Form? Bist du bereit? Mehr als enorm? Ich bin bereit. Ich geh der Zeit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hallo, du aufladende Pan. Hallo, Luna. Ah, du bringst die auf... Aidaria bringt mich auf jeden Fall manchmal auf die Palme. Aber meistens bringe ich Aidaria auf die Palme, also... wieso lachst du hämisch, während ich dich auf die Palme bringe? Weiß ich nicht. Weil ich es cool finde. Ich sag mal, Initiative ergreifen. Was? Tief ergreifend? Alternative ergreifen. Initiative. Ach so. Initiative, genau. Ich glaube, die Alternative kann man auch ergreifen, aber das ja. Ist keine... Boah, dann nimm dir mal die Karotten aus der Nase, da hörst du besser. Nee, ich soll schon mal wieder duschen gehen. Du, er. Ja, ich aber auch. Du vielleicht auch. Nee, du, sie hat auch sie hat Alternative. Egal, vergessen wir das. Wenn das Blattwerk wackelt, wedelt der Affe an seiner Palme. Duftet, der ist gut. Der ist echt gut. Der hat was. Der hat echt was. Jo, was steht eigentlich heute sonst noch so auf dem Plan? Also hier nach quasi Lotro. Mhm. Kann aber auch alles variieren. Also ab jetzt dann, ja, variiert. Je nachdem, worauf ich am meisten Bock habe. So, Lotro wird auf jeden Fall noch gespielt, aber ja. Um 21 Uhr ist wieder Verlosung. Das heißt, alle, die noch kein neues Ticket haben, weil das letzte wurde ja geschlossen, also alle, die noch kein neues Ticket haben, um am Gewinnspiel teilzunehmen, dürfen sich nochmal ein neues Ticket holen. Was Ouch. Kann man nochmal gewinnen? Eine Merch-Tasse mit einem verliebten Samtpfoten-Katzen-Emote. Und auf der Hinterseite der Tasse steht Samtpfotenliebe. Oh. Mein erster eigener Merch. Nice. Mhm. Mit viel Liebe gestaltet. Ist das jetzt, aber das ist nicht nur der Merch, den Merch gibt's auch sonst zu kaufen, oder? Nö, das ist mein eigener. Den gibt's nur nicht. Irgendwann gibt's den auch in meinem Shop, ja. Wenn ich genug von habe, gibt's den auch irgendwann offiziell in meinem Shop zu kaufen. Ja, noch war das erstmal als Test, wie er euch gefällt, wie er den anderen gefällt. Und deswegen verlose ich's. Als kleines Dankeschön und Aua. Und ja. Aua? Ja, ich bin gerade runtergefallen. Ich sag immer einfach so Aua, weil es könnte ja meinen Figuren wehtun. Ja. Naja, ich glaube, die haben es, die haben eine gewisse, wie nennt man das? Resistenz entwickelt, die Bohnen hier. Sag das nicht. Hm? Okay, ich hab's aber gesagt. Was willst du dagegen tun, ne? Vieles. Sag mal. Ja, es ist geschafft. Ich hab's die erste Runde. Nein, oh. Halt auf mich. Ah, geschafft. Qualifiziert. Ja, ich noch nicht. Noch nicht. Bist du immer noch der, Weihnachts... Nee. Komm schon. Ich glaube, du bist ja die Palme. Ich bin die... Ich bin die glückliche Palme! Pass auf, die könnten versuchen, dich zu greifen. Ja. Geschafft. Bitte rein. Das ist die Greif. Yay, yeah, ich hab's mal über die erste Runde geschafft. Das passiert auch selten, ehrlich gesagt. Ja, wir sind ein bisschen aus der Übung, ne? Naja, du, also ich mehr als du. Ach was. Von der Palme wedeln fällt mir nur ein. Ich glaube, wir haben, genau, das dachte ich vorhin auch so, aber ich hab's mal nicht gesagt. ich glaube, wir haben das Spiel im Stream, glaube ich, lange nicht mehr gezockt, oder? Ja. Sehr, sehr lange. Ja, das ist schon einen Monat her. Nee, warte, drei Monate. Mehr als einen Monat. Ich glaube. Ja, ich weiß, aber 3 Monate vielleicht? Ja, so drei, 4 Monate? Könnte hinkommen. Auch könnte hinkommen, ja. Jeez, Luis, die Zeit vergeht. Ja, ich sag's dir. Ich fühle mich alt. Du bist alt. Ja. Sagt der Alte. Gar nicht. Hallo? Du bist der Älteste von uns. Du bist der Weiseste. Nein. Nee, warte, sorry, der Weiseste.
In ja. manchen Sachen vielleicht, aber nicht in allen, nein. Nein. Du kannst besseren. Ich kann eine bessere Soße machen, ja. Genau, du bist der bessere Soßenmacher. So, mal sehen, ob ich vielleicht auch die zweite Runde. Oh, ich bin direkt hinter dir. Oh, nice. Wie du fährst mich an, nein. Das habe ich nicht vor. Ich meine, wie du greifst mich. Hältst mich fest, so. Schießt du mich. Habe ich noch nie gemacht. Außer wenn ich natürlich einen Schwänze ran will. Genau, außer mal das. Das hört sich falsch an. Ja, das hat sie auch genauso beabsichtigt. Ich halte niemanden fest, außer wenn ich an. Okay, nein, lass mir das. So, kurz vorm Ziel. Ich bin direkt hinter dir. Mignon. Ja. Und ich hab's nicht geschafft. Beste 20%, sehr geil. Freu dich doch einen Kuchen. Ja, ich freue mich einen Keks. Freu dich einen Keks, genau. Wieso fallen manchmal die ein? Weiß ich nicht. Ist Leo. Okay, wohin schicken sie dich als nächstes? Rock'n'Roll, Baby. Ich glaube, Glühwein und Energy verträgt sich nicht. Sie vielleicht recht haben. Ich meine ja nur. Ja. Oh, nö, ja, wir sind Team Rot. Ey, lass mich durch. Ja, so funktioniert das nicht. Die Palme ist im roten Team. In welchem Team bist du denn? Ich bin kein. Ich hab's nicht geschafft. Ach, stimmt, ja. Ich such die nämlich gerade schon die ganze Zeit. In welchem Team bist du? Keine Ahnung, ob sie geschafft hat. Hab's nicht geschafft, Bro. Dude. Alter, lasst meinen Ball hier weg. Mädel. Frau. Okay, wir schaffen's auch nicht. Wenn das so weitergeht. Okay, ja, die Goldenen sind schon drin und die Blauen sind's auch gleich. Ja, die blockieren uns halt hier die ganze Zeit, ne? Der alte Kampf, Rot gegen Blau. Wobei, die Blauen werden gerade auch irgendwie gemobbt von euch. Ja, gut so. Alter. Der alte Kampf, Rot gegen Blau. Wer wird gewinnen? Gegen Böse. Gut gegen Böse. Ketchup gegen Mayo. Ja, so ungefähr. Alter, erstmal so eine halbe Ewigkeit. Ich Mario mag die Blauen gewonnen. Nicht. Ich mag Blau nicht. Gibt es einen, gibt es einen Verein, der auch die Blauen genannt wird? Weiß ich nicht. Ein Fußballverein? Weil das würde dann falsch ran rüberkommen. Nein. So, ich mag die Blauen nicht. Alle blauen Fans. Kann ich gar nichts zu sagen. Ich bin raus. Du darfst gern wieder gleich auf Breit klicken. Ja, ich sammle bloß gerade Zeug ein. Ja, alles gut. Lass mich hier stehen. Im Regen. Ja. Was hast du gerade gerne gesagt? Ja. Sag mal. Ich hab nichts dagegen gestehen. Nein, warte. Jawohl! Ich will noch kurz meine. Alter, wie frech du heute bist. Das ist unglaublich. Ich bin immer frech. Nein. Okay, öfter. Das ja, aber nicht immer. Bald kann ich mir auch keiner was. Da ist er ja bei alter Schwede. So genau, bald bin ich bei den. Bald bin ich hinter schwedischen Gardinen. Kaffee Viereck. Warte kurz, ja. Ich will noch kurz. Ja, lass du Zeit. Ja, nee. Luis. Alles gut? Nope. Dann legen wir los. Ja. Yeah. Yeah. Habe ich das Schatzsucher-Outfit an? Ja, ich weiß. Die Palme und der Schatzsucher. Vielleicht ist unter deiner Palme etwas begraben. Möglich. Ich glaub's aber nicht.
Ein alter Pirat hat etwas begraben. Begraben. Vergraben. Ich vergrabe auch gleich mal was. Hm? Ich vergrabe auch gleich mal was. Ja. Dich selbst? Wegen meiner schlechten Witze? Unter anderem. Frosch ist gerade im Lurk. Den geht's, glaube ich, gerade nicht so toll. Weiß ich gerade gar nicht. Also vorhin, wo ich oben war, ging es. Hm? Jetzt weiß ich gerade nicht. Okay, das kenne ich nicht. Das ist neu. Das, ich schätze mal, es ist wieder, also es ist ein Parcours. Mal sehen, wo wieder läuft, ne? Mhm. Ja, das ist wieder so diese, weiß gar nicht. Wie nennt man das? Jäger, aber hat er was unter der Palme vergraben? Das werden wir irgendwann vielleicht einmal herausfinden. Oh, dann, da ist ja ein süßer. Das ist ein süßes Kostüm. Dieser Waschbär. Ich kam gerade nicht auf den Namen Waschbär. Ich dachte, das wäre eine Katze vor dir. Echt? Naja, ich kann mich auch hören. Ich dachte, das wäre ein Waschbär. Ist nichts Neues. Ja, ich kann mich auch hören, davon ganz abgesehen. Gut, dann geben wir beide zu, dass wir uns hören können. Das ist sehr schön. Man sollte immer bereit sein zu sagen, dass man sich geirrt hat. Das Ding ist cool. Ah! Habe ich gerade gesagt, oder? Das ist cool? Ja. Ja, irgendwie nebenbei erwähnt. Ah, okay. Yes! Und nächstes. Oh, hier sind ganz. Hier sind Nachhörner. Es war eine Waschkatze. Eine Waschkatze. Eine Waschkatze. Wie heißen diese japanischen roten Waschbären? Roter Panda. Tanuki? Roter Panda? Nee, Tanuki. Es gibt auch Waschbären, die... Achso. Ich dachte, du meinst den, der so Waschbär ähnlich aussieht. Das sind nämlich rote Pandas. Kleiner roter Panda. Juhu, ich hab's geschafft. Geht's. Komm schon, auf mich hier festzuballern. Ich hab's auch gleich geschafft, wenn alles gut läuft. Und ich bin drinne. Nein, ich bin nicht drinne. Ja, ich bin drinne. Nein, ich bin nicht drinne. Ja, dabei lief's so gut. Tanuki sind Marderhunde. Roter Panda ist roter Panda. Ja, aber sie sehen trotzdem aus wie so kleine Waschbären. Nur in Rot. Ah, du meinst den hier. Das ist ein Tanuki, glaube ich. Wen? Ne, ach, den war von... Ne, egal, jetzt ist es weg. Nee, von dem du... Das, was du gerade gesprochen hast. Von dem Tanuki. Tanuki oder was du als roter Panda auch oder Katzenbären genannt. Ach, das ist das Ding wieder. Das hasse ich. Spielst du nicht gerne Memory? Nee. Nicht so ein Memory. Memory auf Leben und Tod. Oder Leben und Gewinn. Ich muss dich immer. Das ist ein bisschen nervig. Immer wenn ich rausfliege, werde ich auf einen Random, wird meine Kamera auf einen Random gepackt. Ja, keine Ahnung. Das heißt, ich weiß, muss ich immer erst suchen. Alter, alle auf einen drauf! Ich hab keine Ahnung. Egal. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, was gesucht ist. Was ist das? Steht doch auf den Dingern. Also es kommt immer. Oder? Ah, okay, dann stehe ich, glaube ich, das ist richtig. Aua! Ja, also merkt man auf jeden Alter! Fall. Alter! Jungs! Zu dir wollen. Ob du wirklich richtig stehst, sieht man, wenn das Licht angeht. Ja! Ja, ja. Hat die hier? Alter! Und du bist noch drin? Ich glaube, ich bin noch drin! Juhu! Alter! Was war das für ein Gedrängel? Wo bist du? Ja, warte, wo? Bist du jetzt draußen oder drin? Männer hat Augenkrebs gerade die Katze von vorhin.
So, mein Weihnachtsoutfit ist komplett fertig. So ein Kleid, Socken und Schuhe. Sehr geil. Freut mich, Luna. Last Christmas, I give you my heart. Nashornangriff! Weiche den anstürmenden Nashörnern aus, aber bleib in der Arena. Ja, okay. Aus irgendwelchen Gründen habe ich gerade statt Arena Ananas gelesen. Bleib in der Ananas. Ananas. Bleib hier in der Ananas. Bleib in der Ananas. Bringt ja auch was gleich. Arena und Ananas, man wird fast gleich geschrieben. Die Nashörner wurden losgelassen. Ja, lasst euch wirklich nicht auf die Hörner nennen, nehmen oder auf das Horn. Hm? Ja. Ich versuch's. Das ist ein Horn. Die sind aber irgendwie niedlich aus, die Nashörner. Ja, ne? Auch wenn sie natürlich gefährlich sind. Ich habe mal gelesen, dass früher Leute, wenn sie Nashörner gesehen haben, haben sie Einhorn genannt. Da kommt das, weil... Na? Die halt nur ein Horn haben, ne? Ja. Fun Facts über Nashörner und Einhörner. Moin, so kurz davor. Oh. So, guck ich mir einmal kurz das Outfit an. Aber bist du draußen? Ja, ich bin draußen. Sieht okay, echt gut aus, Luna. Dann werde ich mich auch mal wieder zurückbegeben. Juhu! Ja, ich fühle mich jetzt schon ganz alleine. Oh, jeez Louise, ich bin nur 5 Minuten weg. Lebt Kaya eigentlich noch? Ja. Kaya, bist du noch am Leben? Ja, du bist so still. Schon was gesagt. Ja, nee, ich gucke euch gespannt zu. Ach so, das ist nett. Ja, nee, bin ich gleich, schon. Gleich kannst du ja wieder bei Lotro mitspielen. Nee, das mache ich heute nicht. Nee? Dazu müsstest du es auch erstmal updaten. Da sitzt du dann also erstmal 2 Stunden dran. Hättest du das nicht früher machen können? Nein, weil meine Schwester noch zu Besuch war, unter anderem. Okay, ja, das ist verständlich. Und die sehe ich nicht allzu oft, die sehe ich vielleicht 3 Mal im Jahr. Ja, das heißt, weil du bist einer der wenigen Personen im Chat, wo wir sagen können, sei sanft, mach sanft, als ob du deine Schwester küssen würdest. Nein. Oh ja. Wobei, nee. Aldaria, du hast meine Schwester mal gesehen, ich habe dir ein Foto geschickt, ne? Ja. Genau. Also, nein, ja. Und sie meinte nur, das ist nicht deine Schwester, die sieht viel zu gut aus. Ja. Okay. Also wenn man euch beide nebeneinander sieht, sieht man die Schöne und man sieht das Biest. Das Biest, ja. Danke, ich wusste es. Aldaria LP, meine Damen und Herren. Die Freundin. Also deine Schwester kann man Tag und Nacht über den Weg laufen. Und die am besten nur tagsüber. Denn nachts bist du der Schreck der Nacht. Jetzt bist du gemein. Ey, bei seiner Vorlage? Außer mal du meinst, der ist Dark Queen Duck, der ist auch der Schreck der Nacht. Der ist aber cool. Der also, Schrecken, der die noch Nacht cooler. Also noch cooler als Kaya geht's ja gar nicht. Nein, Mann, ich hab ja nichts vor. Was hab ich nichts vor? Ich hab auch noch nicht abgedatet. Oh Gott. Nein. Welcher Kevin? Ich hab irgendwie Kevin verstanden. Ich hab auch gerade Kevin verstanden. Nein. Ich hab eben auch gedacht, hä? Kevin? Was ist denn für Kevin? Nee, das ist Steve. Steve. Wir haben doch ohne fast nur spielen. Komm hier. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm schon, diesmal will ich es schaffen. Ja, auch. Der wird irgendwann wieder reaktiviert. Nein! Yes! Geschafft, qualifiziert. Jo, ich auch. Der eine hat versucht, mich gerade noch festzuhalten. Der Beep! Der Beep! Beep! Miep! Ach, und der blöder Beep! Genau. Richtig blöder Beep! Stell dir mal, das echte Leben hätte eine zensierte Fassung. Ich stell's mir lustig vor. Ja. Eigentlich die ganze Zeit nur Beep, 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 Beep. Blödes Beep! Als ob wir Morsecode verwenden. So, jetzt habe ich es auch mal wieder geschafft, über die erste Runde hinauszukommen.
Brown Silver Unicorn. Ja, gleich eine Runde Phasmo. Was? Was? Wen hast du jetzt gefragt? Oh, LP. Muss das sein? Why not? Muss ja jetzt nicht 3, 4, 5 Runden sein, nur eine zusammen und dann. Nee. 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 Also, nee. Ich glaube, sie sagt nee. Das habe ich wohl verstanden. Ich glaube auch. Nee. 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 Nein! Sie ist gehungert. Und natürlich fliege ich daneben. Jupp, hab ich mir auch gerade gedacht. Nein, ich. Oh, come on. Nee, schon wieder. Ich glaube, das wird diesmal nichts. Also, es geht darum, Punkte zu sammeln. Ich hab's ganz vergessen. Ich dachte, man muss ganz nach vorne kommen. Nee, es geht nur um die Punkte. Mein Fehler. Oh, come on! Nein! Glaub, zu früh! Scheinlich scheinbar nicht zu schaffen. Nee, ich diesmal auch nicht. Weil ich an dem anderen Ding hier einfach nicht vorbeikomme. Vorbei? Okay, nope. Naja, noch nee. Sind ja noch nicht so viele qualifiziert. Ja, ich habe aber 5 Punkte. Und komm einfach nicht durch die Dinger durch. Okay, jetzt sind sehr viele qualifiziert. Ich glaube, wir beide. Nee. Oh, gut. Wie viel hast du? Ich habe 6. Okay, ich habe 11 oder so. Vielleicht schaffe ich es noch, aber ist wahrscheinlich nicht. Hui. Ja, schlimm sind halt diese. Ja. Ach. Ja, schlimm sind halt diese ekelhaften Blockaden. Ja. Die waren halt scheiße. In der zweiten Phase quasi. Ein kleiner Iron Tower. Entschuldigung. Ja, aber fast brauche ich heute wirklich nicht so. Nicht so Lust. Schade. Ich glaube, da wäre ich auch noch dabei gewesen. Nee. Nee. Fast war einfach nur, um die Schreie zu hören. Nein. Nee. Nee. Let's go. Schönlicher tropischer Remix. Jo. Ladezeit, Ladezeit, oh, Ladezeit. Ich muss auf jeden Fall gleich die Chips nachfüllen. Die Chips? Ja. Welche Art von Chips? Nachos, Kessel. Sorry, was war's? Nee, ich habe einmal die normalen ungarischen Chips von Funny. Das ist nicht witzig, aber funny. Dann Pommels oder wie die heißen. Das sind so kleine Gitter-Pommels-Ecken. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und Sour Cream, gute günstig Chips. Sour Cream. Ich hab noch ein paar Nacho-Chips und noch einen Shio-Käse-Dip irgendwo hier rumliegen. Mm, auch lecker. Von gestern. Auch lecker. Boah. Aber tauschen möchte ich trotzdem nicht. Was? Tauschen möchte ich trotzdem nicht. Okay. Liegt aber eher daran, dass ich die Kombination aus ungarischen Chips und diesen Pommels so richtig geil finde. Na dann. Da macht's Sinn, dass du nicht tauschen willst. Also noch mehr als vorher. Die Sour Cream sind tatsächlich nicht ganz so gut. Da hätte ich, glaube ich, eher andere nehmen sollen. Weil die schmecken irgendwie pappig. Als wären die Chips schon Tage offen gewesen, obwohl ich sie vorhin frisch geöffnet habe.
Und ich finde, so sollten Chips nicht schmecken. Aber ich habe noch Käse. Käse? Käse. Mira? Ja, ich habe Mira noch zum Essen. Zum Fressen gern hast du sie. Ha. Das soll Mira doch nicht wissen. Ich bin drin. Und du? Ich hänge hier gerade noch rum. Ich dachte gerade, es kommt schon wieder. Nee, ich bin raus. Okay, ich bin draußen. Nein. Kurz vorm Ziel. Egal. Mies. Was soll man machen? Ich meine, immerhin habe ich über die. Habe ich es gerade über die erste Runde geschafft? Oder? Nee, das war gerade die erste Runde. Ich glaube, das war gerade die erste. Beim letzten Mal habe ich es bis über die erste Runde hinaus geschafft. Ey, Übung macht den Meister. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Frag mich, wer auf die Idee gekommen ist. Ich meine, ich weiß, was es bedeutet, aber. So, ihr habt noch in den letzten Minuten habt ihr noch Zeit, Tickets zu kaufen, die noch keines gekauft haben. In 10 Minuten ist die letzte Verlosung. Wer also folglich noch kein Ticket hat, der kann sich jetzt über den Command Ticket und mit einer 1 oder einer 2 sich noch ein bis zwei Tickets kaufen und am Gewinnspiel teilnehmen. Wie kosten denn Über diese Stream Elements Punkte, die ich ja als erstes als Cat Paws eingeführt habe, kosten sie 50 Cat Paws. Also kein Echtgeld, sondern ne, Ingame-Währung, sag ich jetzt mal. Ja, wie gibt man das? Also muss ich einfach nur Tickets eingeben? Du gibst einfach Ausrufezeichen Ticket ein, dann Leertaste und eine 1 oder eine 2. 1. Dann hast du ein Ticket gekauft. Perfekt. Hat funktioniert. Kann man auch zwei kaufen? Oder? Du könntest auch, ich glaube, nochmal mit Ticket 1, also wenn du nochmal Ticket 1 eingibst, kannst du rein theoretisch nochmal kaufen. Also quasi die Obergrenze 2. Ja. Okay, gut. Ja, warum nicht? Haben bisher alle gemacht, glaube ich. Solange es nicht unfair ist. Solange es alle machen können, dann soll es mir recht sein. Ja. Nicht so, dass ich auch den Exploit keiner, gehabt habe. Es hat keiner Vorteile. Es werden alle gleich behandelt. Ich hätte, auch noch ich hätte auch noch Subscriber-Only machen können. Ich hätte, glaube ich, nur Mods machen können. Also ich hätte einiges, glaube ich, noch einstellen können. Ich habe aber für alle die gleichen, die gleichen Bedingungen. Ich möchte, dass wir alle mitmachen können. Ja. Das ist nett. Ja, manchmal bin ich auch nett. Im Gegensatz zu diesem Ding, was sich da gerade rumgemobbt hat. Ja. Das war nicht nett. Nee. Oh, es sind zwei Runden diesmal. Ich kenn's nur mit zwei Runden tatsächlich. Nee, ich wusste nicht, dass es auch so. Sachen gibt, die zwei Runden hat. Darauf wollte ich hinaus. Ja, das ist hier so ein Wettrennen. Nein! You can do it. When you believe in yourself. Oder wenn du gewinnt hast, ne? Ja, oder das. Oder beides. Oder weil in dem Fall hat dir das Ding auf jeden Fall gerade geholfen. Und Runde gleich geschafft dann? Yep. Yes, du hast dich qualifiziert, oder? Gleich. Hoffe ich. Yes. Nein! No. Ganz knapp davor. Die Katze hat es dir weggenommen. Oder was die Katze hat es mir weggenommen. Okay. Eine Runde noch, danach ist Auslosung. Okay. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Gefällt mir, ich sollte vielleicht... Ja. Hört man mich noch gut? Ich bin... Ja. Okay, gut. Ich war, weil ich gerade... Nein, weil scheiße. Ich bin gerade nebenbei... Was? Ja, ich habe vergessen, mich hier raus zu... Jetzt. WB Iron... Wieder da, ich bin auch wieder da. Oh, du warst weg? Ah, ja. Ich hab gesagt, ich gehe irgendwie in den Hund. Hab ich nicht gehört. Der Pokémon war schon der Krieg der Hunde, ey. Meine Fresse. Ja, gerade als du das Wort Hund sagst, fängt bei mir auch einer vorne Krieg an. Krieg der Wauzis! Ich hasse es. Hm? Nein, Dog weißt Wars. Du, diese Uhrzeit weiß ich eigentlich. Ich habe ja direkt einen Wald vor die Tür. So, um die Uhrzeit gehe ich immer durch den Wald. Also gehe ich die Straße hoch. Mhm. Und eigentlich laufen um diese Uhrzeit keine anderen Hunde, weil Sina ist auf andere Hunde so,
Geht nicht. Nicht ich gut zu hoch, sprechen. Ich gehe hoch, komme zur Hunde entgegen, ich gehe runter, komme das Hund entgegen, obwohl ich erst die Straße ohne Körper ist. So, hä, wo kommen die denn jetzt her? Mhm. Oh, da kriege ich schon wieder die Kriminoten, ey. Vor allem, dann leint diese eine blöde Piep ihren Hund nicht an und der Hund hört nicht mal. Das geht gar nicht. Also wenn ich meinen Hund laufen lasse ohne Leine, muss der Hund hören auf jedes einzelne Wort. Meine Nerven sind schon wieder ruiniert. Welche Nerven? Genau die. Genau die. Die letzten unkümmerlichen Reste. Ja, das abgestorbene Ding da. Was davon noch übrig ist. Nein, was mal ganz ehrlich. Warum leitet man seine Hunde nicht an, wenn die nicht hören? Ich verstehe es nicht. Weiß ich nicht. Weil die meisten keine Lust haben, dem Hund das Leinegehen beizubringen. Und sie mit dem Hund nicht an der Leine gehen können. Das doch mit meiner auch. Also. Ich meine, ich mach's ja mit Cleo auch. Ja, klar. Cleo hört ja auch nicht aufs Wort, zumindest bei mir nicht. Aber sie mögen auch Cleo. Oh, cool, dein Geduldsfaden leuchtet im Dunkeln. Das ist eine Zündschnur. Ja, so ungefähr, Armin. So ungefähr. Das kommt sehr nah. Ja, er schafft. Ja, come on. Nein, ihr kleinen... Ich muss mich echt zusammenreißen. Beep. Ja, ihr kleinen Wümmel, habe ich gerade gesagt, aber das... Das Endkonzept darf ich nicht sagen. Endkonzept? Fluchen auf hohem Niveau. Ja. Dafür braucht man Waffenschein. Yes, das yes, kenne yes, ich gerade bei geschafft. Tierbesitzern und auch bei Eltern. Also oh ja. Das ist einfach so. Oh ja. Das Schlimmste sind Tierbesitzer und Eltern, die alles besser wissen und meinen, sie können dir erzählen. Ich weiß ja nichts besser, aber ich weiß nein, ganz genau... Nein, dich meine ich ja nicht, nein. Aber die Leute, die dann ihren Hund nicht anleihen. Ah. Weil ich werd tatsächlich angekackt dafür, dass ich Cleo an der Leine halte und einer hat mir mal vorgeworfen, ich wäre eine Tierquälerin, weil ich meinen Hund an der Leine habe. Ja, die wollten mich anzeigen, ach, weil ich Cleo an der Leine habe. Okay. Und es war Leinenpflicht, es war Leinenpflicht. Und sie hat ihren Hund nicht an der Leine. Wie verschüttet ist die Alte denn? Also da dachte ich auch nur so, hallo, geht's bei Ihnen noch? Also so meinte ich das nicht, war jetzt nicht auf dich bezogen. Nee. Weil ich habe das doch auch schon oft genug bei uns hier im Wald. Das ist schon mittlerweile schon ewig her. Da kam ein großer Hund auf uns zugerannt. Ja, sie nach halt. Ja, und der Typ von hinten, ja, der macht nichts. Mhm. Ja, ist ja schön, dass der auch nichts macht, aber das weiß ich doch nicht. Nee. Wenn da so ein Kamel auf mich zugerannt kommt. Wie kannst du nur? Der Hund gehört in der Handtasche. Ja, genau. Ganz ehrlich, wenn ich Cleo in der Handtasche packen würde, bräuchte die Handtasche rollen. Ist ein Zelt. Gib rollen. Meine Cleo ist ja nochmal um einige größer als Sina, also bitte. Also manche Tier- und Eltern, also Tierbesitzer und Eltern, kann ich nicht nachvollziehen. Die meinen echt alles besser zu wissen. Vor allem das Problem ist hier gerade bei uns im Wald, also wenn da jetzt mal wirklich ein Jäger ist, der hat die Erlaubnis, wildlaufende Dinger, also Tiere, tralala, der dürfte die abschießen. Das ist einfach so, hier im Teutoburger Wald. Kann man gerne nachgucken. Ja. Ist kein Scheiß. Okay, mal sehen, wo ich hin muss. Mhm. Alter, Leute! Das Problem ist, glaube ich, eher das Draufbleiben. Ja. Das sieht aus, als hätte ich einen Pümpel am Arsch. Nee, ist nur die, wie auch immer das man. Ist eine Schaufel, glaube ich. Das? Hoppala. Ah! Wir sind auf derselben Plattform. Ja, ich bin zu dir gesprungen. Ah. Qualifiziert! Yes! Oh, jeez Louise. Kaya ist schon an seinem Jagdschein dran. Kaya möchte... Ich glaube, Kaya möchte keine Hunde erschießen. Nee, generell ein Jagdschein, da gehört ein bisschen was zu, also... Ja, vor allen Dingen viel Geld. Geld, Waffenbesitzkunde, und so weiter und so fort. Ach ja. Naja, aber... Ich dachte, der Jagdschein wäre ein Grund, um eine Waffe zu besitzen. Nein, ist es nicht. Nein. Nee? Nein. Du brauchst tatsächlich, wenn du einen Jagdschein hast, hast du den, ist richtig. Da
Da brauchst du noch eine Waffenbesitzurkunde. Also eine Besitzurkunde. Ich habe Waffen. Okay, ja, mein. Nein, okay, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Mein Fehler. Also quasi, du musst eine Waffe haben, bevor du jagen darfst. Nein, du musst die Urkunde haben, bevor du es darfst. Ja, ich weiß, aber du musst die Waffe im Besitz haben. Das meine ich ja. Das Waffengesetz in Deutschland ist sehr kompliziert. Das stimmt. Nein! Man kann eigentlich, naja gut, keine Waffe haben. Das ist echt falsch, aber man kann nichts Scharfes haben, größtenteils. Ich hatte ja mal den Lehrgang gemacht zum Sicherheitsfachmann. Das ist der 34a und da steht das alles drin. Ich habe hier so ein Buch. Also was du für die Waffensachkunde brauchst, brauchst du es. Da musst du vorweisen, dass du es auch hast. Da musst du vorweisen, dass du die Waffen und die Munition getrennt hast. Da musst du vorweisen, dass du mindestens einmal im Monat so und so viel auf dem Übungsplatz bist. Also das ist, also ich würde es nicht machen, weil es ist mit zu viel Auflagen verbunden. Ja. Und abgesehen davon brauche ich keine Waffe zu Hause. Nee. What? 13. Say what? Ich hab meinen Kampf. Nein! Die macht das schon. Ich weiß gar nicht, was ist Gina eigentlich? Gina, was soll ich sagen? Gina? Gina Lisa! Gina! Ist eine Hand, genau. Ist eine Fußhupe. Oh ja, das nee, ist meine, so. Ja, aber was für eine Art von Kaya ist die Waffe. Yorkshire Jack Russell Mix. Ah, okay. Ist nur eine kleine. Google ich gleich mal. Aber dafür eine Fresse wie für 10. Ich hab mich qualifiziert. Ich nicht. Ich weiß, ich hab dich gerade noch da spawnen sehen. Wie viel haben dir gefehlt? Yorkshire 10. Okay. Jetzt. Ja, ich zähl's mir gerade an. Ja, also ich hab. Oh, die kannst du dir unterm Arm klemmen, das ist nicht das Problem. Gleich ist die Auslosung. Ah. Oh yeah. Oh yeah. Mal sehen, wie lange ich noch brauche. Anders wartet ihr dann erst auf mich. Wandsturm. Das hatte ich glaube ich auch mal. Ja, ja, das hatte ich schon ganz oft. Da werde ich jetzt verkacken. Das kriege ich selten hin. Das kriege ich selten hin. Ich schaff's meistens bis zum letzten oder zum vorletzten. Hier rüber geschafft habe ich es noch nie. So, jetzt habe ich dich im Blick. Ich beobachte dich, Aldaria. Ja, mach du mal. Ich bin sehr enttäuscht. Nein, ich bin dich nicht. Was? Ich bin sehr enttäuscht über das, was ich sehe, wollte ich sagen, aber nein. Ich mach doch hier, ich geb doch hier schon mal. Nein! Dein Bestes ist nicht gut genug! Ich merk das schon. Du musst härter machen. Guck mal. Härter, schneller, weiter. Da kommt Zio ganz aus sich raus, Alter. Los, Aldaria, du kannst es! Du kannst es! Der alte Drill Instructor. Ja. Ihr kleinen Hupeduster! Ich hab im Vietnamkrieg Drill Instructor gemacht. Gunnery Sergeant Zio. Genau. Eieiei. Und da bist du abkommandiert nach Schweden. Was für eine Leistung. Ja. Hey, die Schweden sind ziemlich gut. Hey, da hatten bei Lukas gemacht. Fällt mir gerade so auf. Stimmt. Ja, gehst mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ja. Und da ist du disqualifiziert. Ja. Oh yeah. Naja. Du bist aus dem Spiel raus und hast das Spiel versaut. Nein, okay. Naja, es ist 21 Uhr. Wirklich ja. Quasi ja auch Spielwechsel, eigentlich, rein theoretisch. Mhm. Muss ja sowieso einmal kurz aus dem Spiel raus. Jo. Kaya ist die Waffe. Ja, auf jeden Fall. Ah, klar. Nein,